Moin meine Leute und herzlich willkommen hier zum nächsten GPL-Kampf. Es geht ran gegen Timbo Schwimbo von Schwimmelson und wir sind sehr gespannt auf den Kampf, denn beim letzten Mal konnten wir leider nicht gewinnen. Hier nochmal ein ganz kurzer Rückblick. Ich habe gerade erfahren, dass du gegen Timo kämpfen musst. Das ist absolut richtig, aber ist das so eine gute Nachricht? Klar ist das eine gute Nachricht. Hast du den Jungen schon mal irgendwo gewinnen sehen? Nicht so wirklich. Also jetzt mal ehrlich, ja, das Einzige, bei dem der Junge eine Chance gegen dich hat, ist beim Wippen. Der Junge geht runter wie eine Eisenkugel. Alexander also. Kann das Zoroark sein, mit dem er hier leaden will? Kann gut sein, ne? Er geht aber raus, denn er war langsamer. Das war Arihornior. Und Chocobo kommt rein. Das ist aber gut. Das ist gut. Weil wir drücken jetzt einen Knockoff. Er kann hier schon ein bisschen was reinschicken. Obviously, wir haben leider kein Dings dabei. Ich würde einmal Abschlag drücken wollen, glaube ich. Ich drücke einfach mal Abschlag. Was kommt hier rein? Alexander. Alexander haben wir, glaube ich, schon mal gesehen, ja. Weil das in Ordnung ist. Den Abschlag erstmal drücken finde ich auch nice. So, zackabanga. Weg mit deinem Item, du Hund. Nahkampf, go. Er kann scouten. Aber nein. Das war's. Damit haben wir einen Kill. Kargorun kommt rein. Elektrofeld ist leider verschwunden. Mit ein bisschen Luck kriegen wir halt die Para auf Donnerblitz. Wir probieren es aus. Das macht gar nichts, Digga. Gar nix. Nee, können wir nicht mehr gewinnen, glaube ich. Das können wir nicht mehr gewinnen. Drück die Hitzewelle. Wir waren ja sogar schneller noch. Vielleicht kriegen wir einen Burn. Das könnte uns eventuell irgendwie ein bisschen helfen, aber... Hitzewelle kommt, trifft auch. Burn. Wäre lecker. Das macht ja gar nix gegen den, ey. Kommt einfach Rambos. Okay. Also schwierig an der Stelle, sage ich. Schwierig. Schutzschild bringt uns an der Stelle ja nichts. Ich gehe nochmal auf Schwertanz. Er ruft zurück tatsächlich. Ja, der wird uns... Scheiße, wäre ich jetzt für Erdbeben gegangen, Digga. Ja, wir müssen für Erdbeben gehen, wir haben ja keine Wahl. Der Zauberschein kommt und hittet halt auch. Reicht schon aus, krass. Okay. Boah, Digga. Fuck. Nachdem wir jetzt gesehen haben, wie ich hart verschissen habe, hoffen wir mal, dass wir es diesen Spieltag besser machen. Ich drücke den A-Knopf. Timbo Schwimbo sollte fertig sein. Es geht direkt rein. Oh, und wir sehen Polaros. Ja, gut. Porygon. Das ist schwierig jetzt hier. Kargorun hat beim letzten Mal natürlich sehr gut funktioniert gegen uns. Kaporiki sehen wir auch noch. Na klar, wir sehen auch noch Raichu. Da sehen wir ja das Raichu-Double-Duell und Zoroark. Soweit. So gut. Okay. Die Frage ist jetzt natürlich, womit können wir hier am besten leaden, um den besten Progress zu machen? Vielleicht sogar einfach Fuecro. Wir haben die Offensivweste, wir sollten gegen alles ganz gut aufgestellt sein. Ich glaube, mit Fuecro sind wir eigentlich fein, oder? Sind wir fein mit Fuecro? Ich würde jetzt mal sagen, ja. Weil grundsätzlich sieht das Matchup von Fuecro natürlich ganz gut aus. Polaros ist ein riesiges Problem. Bizarro-Raum könnte ein riesiges Problem werden. Da müssen wir sehr drauf aufpassen, wenn Porygon hier so ein bisschen Stissel-Missel machen möchte. Bizarro-Raum-mäßig meine ich. Das wird sehr, sehr schwierig. Der Kampf wird sehr, 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 sehr schwierig. Wir gehen rein in die Olga. Ich bin... Ich habe kein gutes Gefühl, to be honest. Aber wir brauchen das Mindset jetzt einfach. Wir müssen gewinnen. Wir sind Platz 2 aktuell. Wir müssen das einfach gewinnen. Also, let's go. Timbo Schwimbo hat mich hier gerade komplett hops genommen vor dem Kampf, weil er beim Essen unterbrochen. Junge, Junge, Junge. Also, hier ist was los, Digga. X-Death kommt rein. Ich glaube, damit sollten wir grundsätzlich fein sein. Da können wir immer einfach Flammblitz drücken. Auch wenn das Zoroark ist, ist mir scheißegal. Bin ich ehrlich, ist mir scheißegal. Was will er hier? Was ist sein Switchel in Flammblitz? Der ist nicht existent. Der ist einfach nicht existent. Wir gehen hier straight up für den Flammblitz. Ist mir jetzt scheißegal,
Was will er tun? Das ist die Frage. Straight up. Ist mir jetzt vollkommen Wumpe. Timbo Schwimbo. So nicht. Es geht los. Flammblitz, go. Er ruft es zurück. Was kommt rein? P2 wahrscheinlich. Das ist aber auch vollkommen okay für mich, denn hier drücken wir dann einfach Knock, wenn es sein muss. Ist mir scheißegal. Wir können dann auch einfach für eine Kehrtwende gehen. Das macht natürlich keinen insanely viel massiven, heftigen Schaden. Das ist okay. Und er kann halt immer... Warte mal. Oh, wir kriegen den Burn. Okay, Toxin wäre mir zwar lieber gewesen, aber okay. Nehmen wir den 10% Burn mit. Ist fein für mich. Und wir werden jetzt einfach für eine Kehrtwende gehen, I guess. Gar nicht mal Abschlag drücken unbedingt, weil ich würde gerne den Sub rausholen mit Gengar oder mit Scaraborn. Ich glaube, Scaraborn fast geiler schon ein bisschen. Wir gehen hier für eine Kehrtwende und versuchen einfach mal in Scaraborn zu gehen. Ich weiß nicht, was er jetzt hier drücken wird. Vielleicht geht er auch raus oder so. Ich weiß es nicht. Ich möchte mich natürlich ungern vergiften lassen, das ist klar. Falls er hier Toxin spielt oder so ein Schittel, da wissen wir jetzt noch nicht viel drüber. Nur, dass er erfassen hat und wahrscheinlich halt den Evolid. Ich schreibe mal hier Burn hin, denn der Junge burnt. Der burnt so heat. Und wir gehen hier auf Read Horny und versuchen einfach mal unser Glück damit. Wenn er jetzt Bizarro Raum drückt, werden wir hier immer... Er geht direkt für Teleport, okay. Okay, kein Bizarro-Raum, er geht direkt für Teleport. Das ist stressig. Teleport, auch so ein Kack-Move einfach. Ich sag, wie es ist. Und hier kann natürlich Ricky reinkommen, hier kann Raichu reinkommen, hier kann Kagurun reinkommen, hier kann vieles reinkommen. Und dann haben wir natürlich ein dezentes Problem. Ja, Kagurun kommt rein. Okay. Ich möchte hier sehr, sehr ungern... Sind wir schneller? Wollen wir einmal auf Sub drücken, falls er hier für Egelsamen oder so geht? Ich weiß es nicht so richtig. Falls hier ein Erdbeben kommt, wäre das auch aushaltbar, I guess. Sind wir schneller als Kagurun? Relativ sicher. Ja, wir sollten schneller sein. Ich gehe einmal für Sub und wir probieren es einfach mal aus, okay? Wir probieren es einfach mal aus. Vielleicht predicted er irgendwas, vielleicht auch nicht. Vielleicht geht er einfach für Luftschnitt oder so. Es kommen die Egelsamen. Das ist sehr, 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 sehr gut. Egelsamen. Hat er natürlich gedacht, wir gehen raus. Obviously hat er das gedacht. Wir gehen hier einmal für den Abschlag, sage ich. Um sein Item wegzukriegen. Ich glaube, das würde ich sehr fühlen. Und dann sehen wir mal weiter. So, die Überreste sind schon mal weg. Das gefällt mir sehr gut. Rambos kommt. Dann sehen wir das auch noch. Rambos. Delegator hört natürlich jetzt auf zu wirken. Ist klar, Kagurun wiegt einfach 50.000 mal so viel wie Scaraborn. Das ist auch okay. Und Weird Horny hat hier schon mal ein bisschen Arbeit verrichtet. Das gefällt mir sehr gut. Und wir gehen hier immer für Fueco, sage ich einfach mal. Er scheint keinen Dings-Angriff dabei zu haben. Kein Flugmove vielleicht. Oder wollte er ja einfach nicht missen. Und hat sich gedacht, so, jo, zeige ich einfach mal den Rambus und nicht den Luftschnitt. Das ist eine Möglichkeit da, tatsächlich. Und wir gehen hier immer auf Fueco natürlich. Weil Fueco natürlich auch ein Geiler ist. So. Das ist wichtig. Er geht wieder für Egelsamen. Er macht den Play. Er macht diesen Play. Das ist okay. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ist das okay? Ich denke mal, dass es okay ist, ne? Wir könnten jetzt natürlich einmal einfach für Abschlag gehen. Ich glaube, den würde ich auch sehr, sehr gern mitnehmen. Den Abschlag. Ich glaube, wir machen das jetzt einfach mal, oder? Wir drücken jetzt einfach mal Abschlag. Auf. Okay, er bleibt drin. Ja, hat Schutzschild noch dabei. Okay, es ist so ein Set. Schutzschild. Es ist okay. Dann drücke ich jetzt, glaube ich, aber Kehrtwende eher noch, als einfach den Abschlag zu drücken. Drücke ich jetzt die Kehrtwende, worauf gehe ich dann? Knackrack, maybe? Knackrack wäre eine Möglichkeit, ja. Kehrtwende. Wir drücken die Kehrtwende, wir machen es einfach mal. Ich weiß nicht, ob er drin bleiben will im potenziellen Flammenblitz. Nochmal. Jetzt nach dem Schutzschild muss er natürlich trotzdem wieder predicten, ist klar. Er hat seinen Schaden quasi wieder hochgeheilt. Das ist so ein ekelhaftes Kagurun-Set. Der hatte die Überreste. Gefällt mir sehr, sehr gut, dass die inzwischen weg sind. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und ja. Okay.
Jetzt wird's natürlich ganz wild, ne? So, er wird wieder auf Porygon gehen. Ist klar. Wir können hier wieder einfach für Scaraborn gehen, denke ich. Da spricht nicht viel gegen. Okay, das war Zorak. Das war sehr nicht. Was war das? Ich habe gerade so ein weirdes Bildschirmflackern gehabt. Holy shit. Holy shit. Okay, was ist schneller? Gengar ist immer schneller. Gengar sollte, außer der Scarf. Wenn er Scarf ist, ist schlecht. Wenn er nicht Scarf ist, können wir... Boyau. Aber was denn jetzt? Emichando einfach? Was ist, wenn er Scarf ist und einfach Finsteraura drückt? Das wäre richtig kacke. Ist alles richtig kacke. Gefühlt ist hier alles richtig kacke gerade. Scheiße. Ich glaube aber, Amigento ist noch am besten, oder? Amigento ist noch am besten. So, dann drücken wir halt... Schicken wir halt Amigento rein. Schauen mal, was passieren wird. Wir könnten jetzt theoretisch einmal einfach für Kreideschrei gehen oder so. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Metallsound meine ich natürlich. Senkt die Spezialverteidigung des Ziels. Oh, ich glaube, wir gehen einfach für eine Schallwelle straight. Ich glaube ja. So, Zoroark ist quasi tot. Das ist gut. Wollte er wahrscheinlich in den Nock reinschmeißen? Ich weiß nicht genau, was der Gedankengang war gerade. Ist ja eher kein Pokémon, was man irgendwo reinschickt. Weißt du, was ich meine? So, es kommt hier einfach die Kehrtwende. Das sollte aber okay sein. Wir wissen natürlich immer noch nicht wirklich viel über den. Wir wissen natürlich immer noch nicht viel über den Jungen. Na gut. Okay. Und der kommt wieder rein, ja. Es ist okay. Ich denke, es ist okay. Wir werden... jetzt denke ich immer Metallsound drücken. Ja, ich denke, das ist das Beste, was wir hier machen können. Hoffentlich, denke ich. Er wird für Egelsalm gehen wahrscheinlich. Wir treffen den Metallsound, das ist gut, das ist wichtig und richtig. Und senken seine Spätzdef einfach mal. Er geht für Egelsamen, er trifft die Egelsamen. Es ist halt ein bisschen ätzend. Das ganze Set ist ein bisschen ätzend. Es macht so viel Schaden, ist unfassbar. Und er heilt sich halt so viel wieder hoch, Alter. Es ist nicht normal. Jetzt die Frage, wechseln wir raus, weil Schutzschild kommt oder nicht? Oder doch oder nicht? Oder ja oder nein? Was machen wir? Ah, Mann. Ich glaube, ich gehe einfach für den Donnerblitz. Schutzschild kommt, ja, war klar. Was willst du denn da noch erwarten? Es ist ja sein einziger Play, hier zu scouten. Und die Egelsamen halt mitzunehmen, ist ja klar. Und es macht so viel Schaden. Es macht einfach so fucking viel Schaden, Alter. Und er ist wieder fit. So. Donnerblitz, ne? Kann jetzt natürlich hier kommen. Wir könnten daher auch einmal für Schallwelle gehen einfach. Aber ich sag, Donnerblitz ist auch vollkommen fein. Würde ich jetzt mal vermuten... Geht er hier raus? Er wird hier safe rausgehen, oder? Er bleibt hier nie im Leben drin. Nie im Leben bleibt er hier drin. Ich gehe auf Fuecro. Oh, vielleicht bleibt er doch drin. Weiß jetzt nicht, wie geil das ist. So, to be honest, aber okay. Nee, wir sind langsamer einfach. Oh, das ist eine unfassbar wichtige Information, glaube ich. Also unfassbar wichtig. Eieieiei. Das ist eine sehr, sehr wichtige Info. So, er könnte jetzt hier einmal Genesung drücken potenziell, aber ich werde einfach für den Abschlag gehen jetzt. Ist egal. Das ist eine wichtige Info, dass tatsächlich dieses Kagoron schneller ist. Schneller als Amigento. Habe ich darauf nicht gespeedcreept eigentlich? Mir ist so. Hm. Okay, ich weiß nicht, was ich da wieder für Bullshit gemacht habe gerade, aber... Na gut. Wir akzeptieren das. Wir müssen es ja akzeptieren, das nützt ja nichts. Das nützt ja alles nichts. Deswegen, ja. So, er kann hier natürlich für Genesung gehen. Er muss natürlich aber auch mit dem potenziellen Abschlag rechnen. Ja. Nun, es ist eine verzwackte Situation, möchte ich sagen. Verzwackt. Eieiei. Let's go. Er kann natürlich Kagoron jetzt wieder in den Abschlag reinschicken.
Ob er das macht, weiß ich nicht. Anscheinend erstmal nicht. Abschlag ist sehr, sehr geil, dass der hier kommt und schön saftig-fruchtigen Damage macht. Das gefällt mir. Und jetzt ist halt die Frage, was machen wir weiterführend? Das ist jetzt die große Frage. Wir könnten einfach für den Flamblitz gehen, aber dann ist halt das Problem, der teleportet einfach raus. Dann könnte Ricky reinkommen oder so. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, ich drücke aber einfach mal Flamblitz, oder? Fueko könnte echt noch super wichtig werden. Gerade bei dem Bedroher und so. Naja, wir machen das jetzt einfach mal. Wir drücken jetzt mal den Flamblitz hier. Er kann natürlich dann raus teleporten. Auf langsamer Momentum-Basis. Man kennt es. Teleport echt ein unfassbar starker Move. Oh. Oh, war das ein Crit? Ja, das war ein Crit. Okay. Das könnte wichtig sein noch. Das könnte... Okay, jetzt kommt der Bizarro-Raum. Und er stirbt einfach. Weiß nicht, ob der Crit jetzt so gut war, ehrlich. Weiß nicht, ob der Crit jetzt so gut war. Bin ich ehrlich. Weil jetzt kommt Polaros sehr wahrscheinlich. Dass wir Porygon schon mal raus haben, ist ganz cool. Ja, Polaros kommt. War eigentlich abzusehen. Wir haben dafür nicht wirklich eine Möglichkeit. Deswegen würde ich den Amigent hier reinschicken, denke ich. Um das erstmal abzuwehren. Dann können wir den Bedroher reinjagen. Und weitersehen, I guess. Wir müssen hier erstmal raus, glaube ich. Ich glaube, der Bedroher könnte jetzt wichtig sein. Wir müssen jetzt ein paar Runden das wegstallen irgendwie. Das reicht noch nicht. Ja, der Amigant ist natürlich... Sowas kommt jetzt ein Ice-Move oder kommt einfach nochmal das? Wechsle ich einfach nochmal raus auf den oder... Wir haben hier noch Schutzschild drauf, das könnte wichtig sein. Wie viele Bizarro-Raum-Runden sind das jetzt? Wir haben 3 Runden Bizarro-Raum noch. Also Amigento wird jetzt hier sterben, ganz sicher. Deswegen drücken wir einfach mal die Schallwelle. Eisspeer kommt und trifft. Hätten wir auch für Eco gehen können, potenziell. Wir haben Eisspeer und Pferdestärke war das, ne? Pferdestärke gesehen. Und helles Vian von Schiefer wirkt. Na gut. Jetzt ist halt die Frage, gehen wir einfach auf Kevin Atze, drücken den Bedroher. Lohnt sich das? Drücken wir einfach Schutzschild. Wechseln dann raus auf Fueko. Fueko kann halt noch unfassbar wichtig werden. Ne, den können wir ja nicht sterben lassen. Den können wir ja niemals sterben lassen. Das ist halt das Ding. Wir drücken jetzt einen Bedroher, gehen dann raus. Aber ist das relevant? Ist der Bedroher jetzt relevant? Wir müssen halt die Timestones. Sind noch 2 Runden, oder nicht? 2 Runden noch. Ah, ist das ätzend, Alter. Na, ich drücke ihm erstmal den Bedroher rein, glaube ich. So. Bedroher. Vielleicht könnten wir sogar drin bleiben. Weil er hier jetzt predicted, dass wir wieder rausgehen. Ist ja auch logisch, dass wir wieder rausgehen. Meine ich. Wir gehen jetzt auf Fred, oder? Oder wo wollen wir auch sonst reingehen? Wir müssen ja schon fast auf Fred gehen. Ah, es ist so scheiße. Aber Fueko könnte noch so wichtig sein. Fred aber halt auch. Fred aber halt auch. Das ist so kacke alles. Weil dann ist halt Ricky unfassbar gefährlich, ne? Bist du noch sehr wichtig? Eigentlich bist du noch am wenigsten wichtig, würde ich sagen. Dann zapp ich dich jetzt hier rein. Ich glaube, der ist am wenigsten wichtig. Der kann natürlich noch geil sein. War aber eigentlich dafür da, um Dings zu breaken eher. War eigentlich eher dafür da, um Porygon zu breaken. Eine Runde Bizarro-Raum ist jetzt halt noch. Es ist super ätzend. Wir können für den Nahkampf einfach gehen. Das geht schon. Knock geht auch. Nahkampf, Knock, Nahkampf, Knock. Ich glaube, Nahkampf ist hier unser Play, oder? Ich glaube, Nahkampf ist hier unser Play. Boah, Digga. Eiszapfwaage, okay. So, der wird sehr, sehr, sehr fruchtigen Schaden machen. Wir überleben den nicht, okay. Crit. Weiß ich jetzt nicht.
Weiß ich jetzt nicht. So, ja, wir müssen ja schon fast wieder auf den gehen. Es nützt ja nichts. Wir müssen den Flamblitz drücken. Nützt ja jetzt nichts. Eieieiei. So, okay. Drücken wir jetzt hier einfach Flamblitz. Er wird den halt wegschmeißen wollen. Das ist definitiv. Weil, was will er mit dem noch? Der hat so ein riesen Loch eingerissen gerade. Das ist so ungeil. Mal Real Rap. Ich weiß nicht, ob er stirbt von einem Flammenblitz. Vielleicht verlieren wir vor Ekro hier auch noch an den. Ich weiß es nicht. Polaros hat, glaube ich, 2 Kills gemacht. Ja, 2 Kills gemacht. Boah, das ist ja so... So, Flammenblitz kommt. Connected auch natürlich, obviously. Er stirbt daran nicht. Genau, das war so das, was ich mir gedacht habe, fast schon. Und Pferdestärke. Und damit holt er sich auch noch einen 3. Kill und Fuego ist auch noch raus. Eieieiei. Also das ist ganz ungeil. Ganz ungeil. So. Jetzt halt die Sache. Drücke ich hier Schuppenschuss. Das kann er natürlich riechen. Ne? Das kann er natürlich riechen, dass jetzt hier ein Schuppenschuss kommt. Das ist aber noch abwehrbar. Es ist natürlich noch abwehrbar. Ich drücke aber Schuppenschuss. Wir dürfen nur nicht missen, um Gottes Willen. Wenn das daneben geht jetzt, haben wir verloren. Definitiv. Er kann jetzt auf Ricky rausgehen, macht er aber nicht. Wir treffen den Schuppenschuss. Sehr gut. Da kriegen wir unser Crit in Reverse, Digga. Und Ngakrak holt sich den Kill, gönnt sich hier sehr. Und jetzt kommt eventuell Karguron oder so. Ich weiß nicht. Vielleicht kommt auch Ricky einfach. Vielleicht kommt auch einfach Ricky rein, weil potenziell natürlich das Elektrofeld und dann Raichu könnte hier sehr, sehr gut funktionieren tatsächlich. Ne? Weil Raichu ist ja dann immer noch schneller. So. Das ist das Ding. Okay. Dann sehen wir mal weiter. Es kommt der rein. Ah, das könnte... Das ist Dingens, ne? Das ist Zoroark. Ja. Zoroark ist dann wahrscheinlich Scarfed. Wird er uns killen? Kann Zoroark überhaupt Eisstrahl? Das ist eine Sache, die würde ich sehr, sehr gern herausfinden, to be honest. Kann Zoroark Eisstrahl? Das ist eine Sache, die würde ich jetzt sehr gern rausfinden. Sorry, jetzt sieht man wieder das Dings, das Overlay. Boah, da bin ich mir halt echt nicht sicher, ehrlich gesagt. Zoroark Type. Wo haben wir denn hier Eis? Kann er anscheinend nicht. Das heißt, wir könnten nochmal für Schuppenschuss gehen. Ich werde das auch tun, einfach um noch schneller zu sein als alles. Ja, er drückt die Finsteraura. Bitte kein Flinch. Crit. Digga, komm schon. Digga, hör doch auf mit dem Trash. So, da haben wir den auch noch raus. Sind auf plus 2. Aber jetzt kommt halt Karguron und wird uns sehr wahrscheinlich einfach rausnehmen können. Naja, weil wir haben jetzt quasi nur noch 2 Moves, die wir drücken können. Und Karguron muss ja nur einmal angreifen quasi. Jetzt kommt der Echte rein. Der Echte. Da ist er. Der Echte. So, haben wir ein Problem dann mit Ricky und Raichu? Ja, haben wir ein großes Problem sogar. Das ist echt ein bisschen ärgerlich, doof und so. Ich drücke jetzt hier aber Feuerzahn, denke ich einfach. Ja. Das macht absolut nichts, Digga. Was ist denn das? Kommt einfach Erdbeben. Und Karguron wird hier wieder zu einem Riesenproblem. Digga, es ist zum Kotzen, dieses Mistvieh. Wirklich. Ich hasse alles an Karguron. So, was steigt? Verteidigung. Na, wenigstens das, oder? Ja, wir haben jetzt nur noch die Möglichkeit, Gengar reinzuseppen. Donnerblitz drücken. Wir werden an dem Erdbeben sterben, sehr wahrscheinlich von dem. Würde ich jetzt mal von ausgehen. Wir gehen hier für Donnerblitz immer. Denke ich. Oder wir könnten auch versuchen zu subben, aber das ist halt ultra, das hat keinen Grund rauszugehen, würde ich jetzt mal sagen.
Wir drücken Donnerblitz einfach. Ah, fuck it. Fuck it in mein Assy. Fuck it in mein Assy. Kargoron wieder ein riesiges Problem einfach. Riesiges Problem. So, Donnerblitz kommt. Donnerblitz connected. So, ich würde die 10% Para sehr begrüßen. Ah, nein. Gut. Dann war es das eventuell auch mit dem Jungen. Nein. 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 Und Hassfluch blockiert jetzt diesen Move. Das ist sehr schön. Das Problem ist, wir werden natürlich überhaupt nichts mehr von irgendwas leben. Sub bringt uns natürlich auch denkbar gar nichts. Dann kommt Ricky rein, finisht uns. Ja, obwohl, wir könnten hier noch ein bisschen... Also ich gehe natürlich für Spukball immer. Die Sache ist, wir könnten vielleicht sogar echt noch ein bisschen... Ich gehe hier für Spukball. So, dann stirbt Kargoron wenigstens, weil Gengar ein Biest ist und das Erdbeben einfach nimmt. Das gefällt mir sehr gut, Gengar. Das hast du sehr, sehr gut gemacht, tatsächlich. Wir müssen jetzt so ein bisschen... Kriegen wir nochmal in irgendeiner Welt einen Sub raus mit Gengar? Wahrscheinlich nicht, ne? Beide Pokémon, die jetzt da sind, noch sind schneller als wir. Beide Pokémon sind schneller als wir. Er kann hier natürlich immer für Zauberschein gehen. Immer. Wir haben die Schlammwoge. Das könnte gegen Deni halt noch sehr wichtig werden. Vielleicht. Wir haben Fred. Wir schicken Fred rein. Erstmal. Gar keine Frage. Wir müssen jetzt halt sehen, dass wir einmal Rishi Rishi machen. Vielleicht irgendwie, vielleicht nochmal auf Gengar kommen oder so. Zauberschein kommt, obviously. Macht hier aber nicht viel. Das ist sehr, sehr gut. Drücken wir einfach Wish? Ja, ich würde sagen, wir drücken jetzt einfach einmal Wish. Wir haben natürlich die Bäre auch noch. Wir haben dies, das. Wir haben Zauberschein gesehen. Okay. Dann kein Wish für mich. Na gut. Dann drücken wir halt Donnerblitz, oder? Dann drücken wir halt eben Donnerblitz. Ist auch okay. Es kommt die Kerl. Ja, das Verhöhner ist strong. Verhöhner ist strong. Kehrtwende. Wir können das gegen Ricky nicht mehr gewinnen. Ricky ist zu schnell. Selbst wenn wir das Elektrofeld noch irgendwie ausdauern können in irgendeiner Welt, dann haben wir trotzdem ein Problem. Chantotto kommt. Chantotto. Ey, Tibos Kader ist aber auch einfach so unfassbar ekelhaft, ne? Es ist wirklich no... Es macht keinen Spaß dagegen zu bilden, in keiner Welt. Kann ich Schutzschild einsetzen? Ne, ne? Geht auch nicht mit Verhöhner. Okay. Schade. Naja, man hätte es ja versuchen können. Ränkeschmied, okay. Okay, okay. Sehe ich. Also sehe ich eigentlich gar nicht, weil braucht er nicht. Obwohl, vielleicht doch. Verhöhner wirkt nicht mehr. So, ich will jetzt das Elektrofeld ausdornen. Ne? Elektrofeld, noch eine Runde. Eine Runde werden wir ja noch leben. Bestimmt. Drücke ich jetzt einmal Schutzschild? Ich denke schon, einfach... Um das nochmal zu stallen, maybe? Ja, ich drücke nochmal Schutzschild gerade, glaube ich. Das Problem ist, wir sind dann im Speedtime mit dem. Ne? Also wir sind dann hier mit dem im Speedtime. Wir könnten einmal wischen, aber wird uns halt rausnehmen mit der Psychokinese. Davon gehe ich mal stark aus. Weil die Psychokinese knüllt halt ordentlich rein. Deswegen gehe ich einfach für Donnerblitz, falls er uns nicht rausnimmt, nach Ränkeschmied. Wobei Wish halt auch ganz wild wäre. Wobei Wish halt auch ganz, ganz anders wild wäre. Aber Wish bringt mir nichts mehr, ne? Ne. Bringt mir nichts mehr. Ist schade. Psychokinese kommt. Die wird auch killen auf plus 2, denke ich. Ja. Yep. Eieieiei. Wenn wir das Speedtie gewinnen, können wir noch ein 1-0 rausholen. Ansonsten... Was ist jetzt? Schade. Schade, schade, schade. Da waren ein paar Hacks gegen uns leider. Das ist sehr schade. Ich gehe hier wahrscheinlich immer für Schlammwoge. Weil das wird den killen. Und falls Ricky nochmal reinkommt aus irgendeinem Grund. Okay, er hat den Terrain-Extender drauf, oder? Er hat den Terrain-Extender drauf. Ist mir eben gar nicht aufgefallen. Aber er hat den Terrain-Extender. Dann ist er ja immer schneller. Dann ist es ja eh kein Ding. Ja, dann ist es auch egal, was wir hier drücken. Ja, ist mir gar nicht aufgefallen, gerade in dem Moment, dass, obviously, hier,
das Terrain nach draußen ist. Sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade. GG erstmal an Timbo natürlich. Ja, da waren leider ein paar Hacks gegen uns. Wir haben natürlich auch Hacks bekommen an der Stelle, ne? Wir haben den Burn bekommen auf Porygon, der aber eher nicht zuträglich war, tatsächlich. Der war tatsächlich eher nicht zuträglich. Also, dann der Crit mit Eiszerfall gegen Scarabon, weiß ich nicht, wie sehr der gemattert hat. Am Schaden von der Pferdestärke würde ich sagen, es kann gemattert haben, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja, und dann am Ende die Kombination aus Ricky und Raichu ist halt einfach nur lächerlich. Also, Timbos Kader ist einfach so ekelhaft stark. Ist einfach nur insane. Ja, es war trotzdem ein sehr schöner Kampf, finde ich. Wir haben uns diesmal ein bisschen besser dagegen schlagen können als beim letzten Mal. Vielleicht war auch der Finster-Aura-Crit nicht zuträglich von Zoroark gegen Knackrack. Vielleicht war das einfach auch nicht zuträglich. Ich habe keine Ahnung. Irgendwo muss ja schon wieder ein Fehler gewesen sein. Ich sag mal so, am Ende konnten wir halt nichts mehr machen. Aber bis dahin lief es ja eigentlich relativ gut so. Ach, keine Ahnung. Naja, ihr werdet es mir in die Kommentare schreiben, wo habe ich Scheiße gebaut. Ja, dann würde ich sagen, ich möchte natürlich aber auch nicht abstreiten an der Stelle, dass Timo ein, zwei richtig großartige Predicts gemacht hat. Mit den doppelten Egels, also mit den Egelsamen dann wieder auf den Switch-Out und so. Das war sehr, sehr stark. Deswegen GG auf alle Fälle. Ne? Ich möchte das nicht runterreden oder so. Ja, gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und es war mir eine Ehre für euch, kommentieren zu dürfen. Bis zum nächsten Mal dann. Kuss und haut rein. Ciao.